Guten Abend zusammen. Hoffentlich hattet ihr einen schönen Vatertag, habt das Wetter ein bisschen genossen. Ich habe heute Abend mal wieder Zeit für ein Sudoku und ich habe gesehen, dass es ein Sudoku gibt, das Ingenieuren nahegelegt wurde. Also ich muss hier kurz zu meinem Hintergrund dazu sagen, ich bin eigentlich studierter Mathematiker. Arbeite aber jetzt seit 2 Jahren in der Halbleiterindustrie und bin auch sehr, sehr dankbar dafür, dass ich da arbeiten darf und tue es auch sehr, sehr gerne. Trotzdem muss ich mich manchmal mit dem Ingenieursdenken anfreunden, so ein bisschen. Und dieses Sudoku wurde mit dem Titel beworben, dass Ingenieure dieses Sudoku lieben werden und ihr werdet gleich sehen, warum. Als Mathematiker grauen sich da mir ein bisschen die Fingernägel, aber so als Hommage an meinen aktuellen Job werde ich das mal versuchen. Und es ist letztendlich ein sehr mathematisches Sudoku, also lass uns reingehen. Warum mögen Ingenieure das? Naja, weil so ein Running Gag an den Unis ist, dass Ingenieure irgendwie ja, annehmen, Pi sei gleich 3 und das ist gut genug, so ungefähr. Und genauere Werte nicht von Belang sind. Und es ist relativ ähnlich hier. Also erstmal ist es ein sogenanntes Cage-Sudoku oder Killer-Sudoku. Keine Ahnung, warum es Killer-Sudoku heißt. Ich mag den Namen irgendwie nicht besonders. Aber du hast halt so gestrichelte Regionen in dem Sudoku, wo erstens dürfen sich Zellen in einer gestrichelten Region niemals, niemals wiederholen. Das ist auch bei diesem der Fall. Also zum Beispiel innerhalb dieser Region hier dürfen diese Zellen, dieses Feld und dieses Feld nicht die gleiche Zahl enthalten, auch wenn die Sudoku-Regeln das erlauben würden. Und normalerweise ist dann hier oben in der Ecke die Summe dieses Gebiets gegeben. Also müssen die drei Zellen 20 ergeben zusammen. Allerdings ist das bei diesem Sudoku nur begrenzt richtig und da kommen die Ingenieure mit ins Spiel. Und zwar wurden alle Summen auf das nächste Vielfache von 5 gerundet. Also diese Summe muss nicht unbedingt 10 sein, sondern sie kann 8, 9, 10, 11 oder 12 sein. Aber nicht 13, weil 13 würde zu 15 gerundet werden. Ja, ich denke, das ist relativ klar. Okay. Und ich schreibe den Link in der Beschreibung, wenn ihr selber versuchen wollt, das zu lösen. Und ich werde mich jetzt daran versuchen. Also eine Sache, die man bei jedem Summen-Sudoku braucht, kann ich schon mal sagen, ist eine Geheimzahl, die nicht so geheim ist, hoffentlich. Und zwar die Zahl 45. Jede 3x3 Box, jede Spalte, jede Zeile enthält in einem Sudoku einmal die Zahlen von 1 bis 9 und ergibt in der Summe 45. Immer. Die Box hat Summe 45, die Zeile hat Summe 45 und so weiter. Das ist einfach ein fundamentales Sudoku-Prinzip, was immer relevant ist, wenn Summen im Spiel sind. Und natürlich ist das ein reines Summen-Sudoku im Prinzip. Es gibt ja keine anderen Regeln. Ich sehe zum Beispiel schon, dass diese Box hier oben, das kann einfach nicht sein. Also, dass diese 20er genau treffen, kann nicht sein. Weil wenn diese beiden Gebiete tatsächlich in der Summe beide 20 ergeben würden, wäre das 40. Und da die ganze Box in der Summe bekanntlich 45, und zwar genau 45, nicht gerundet, ergibt, müssen die drei Zellen dann genau 5 ergeben. Die sind aber in einer Box, müssen also unterschiedlich sein. Also das Niedrigste, was sie sein können, ist 1, 2, 3 und das ist halt schon 6. Also sind diese 20er nicht ganz 20, sondern vielleicht 18 und 19 oder 18 und 18 oder irgend sowas.
Aber gerundet gibt es da schon noch ein paar Möglichkeiten. Diese mittlere Box ist aber noch strenger. Weil hier habe ich drei Gebiete innerhalb dieser Box. Und wenn die alle genau stimmen würden, dann wären die Summe 50. 30 plus 10 plus 10. Das kann natürlich nicht stimmen. 50 ist die Summe einer 3x3-Box. Niemals. Niemals. Sondern genau 45. Jetzt ist es so, dass wenn ich auf 5 runde, dann kann ich mir durchs Runden maximal 2 ergaunern. In jede Richtung. Also die 10 könnte eine 8 oder eine 12 sein. Aber nicht 3. Also eine 7 oder eine 13 würde ich halt anders runden. Eine 7 würde ich zu 5 runden und eine 13 zu 15. Das heißt, hier steht Summe 50, das kann offensichtlich nicht sein für diese 8 Zellen. Aber jedes dieser Gebiete hat einen Spielraum von 2. Also statt 30 kann das 28 sein, statt 10 kann das 8 sein. Wenn ich alles mal runterrunde und diese 10 kann auch 8 sein, dann bin ich in der Summe aber bei 44. Und das ist auch das Höchste, was die Summe dieser 8 Felder sein kann. Weil, wie gesagt, die Summe der 9 Felder ist 45. Das heißt, das Niedrigste, was hier in dem Feld stehen kann, ist die 1. Und nur wenn hier eine 1 steht, wird diese Summe genau 44 sein. Und niedriger als 44 kann sie aber nicht sein wegen dieser drei Gebiete, weil sonst hätte ich eines tiefer runden müssen. Und hiermit weiß ich auch die Summe der drei Gebiete ganz genau. Diese 10 ist keine 10, sondern es ist in Wahrheit eine 8. Ich markiere das jetzt mal nicht, aber ja. Ich werde es mir merken. Diese 10 ist auch eine 8 und diese 30 ist eine 28. Wobei, machen wir Gebiete, von denen wir wissen, dass sie 2 nach unten gerundet werden. Mal blau, 1 nach unten grün. Genau, Gebiete, die deren Summe genau stimmt, gelb. Und wenn es mehr ist, machen wir sie für 1 orange und für 2 rot, würde ich mal sagen. Ähnlich wie bei einem Thermometer. Die höheren Temperaturen gehen ins Rote und die niedrigen ins Blaue. Das ist so eine übliche Art, das zu färben, wenn es um niedrige und hohe Zahlen geht. Also die werden alle drei 2 abgerundet. Daher habe ich hier alles blau markiert, weil das in Wahrheit halt eine 28 ist. Das hier eine 8 und das hier eine 8. Diese Box 10, 10, 15 finde ich jetzt nicht so interessant. Aber diese Box hier unten finde ich interessant, weil hier habe ich auch diese 6 Felder haben halt schon Summe 45, wenn das alles genau stimmen würde. Dann habe ich aber hier noch drei Felder übrig. Und die Summe von drei Feldern, die alle in der gleichen 3x3-Box liegen, ist mindestens 6. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Das heißt, ich habe hier bei den Summen um 6 gelogen. Das geht nur, wenn auch hier alle drei Boxen jeweils um 2 zu hoch bewertet wurden. Also das hier ist eine 13, das hier ist eine 8 und das hier ist eine 18. Und die anderen Zellen sind dann 1, 2 und 3. Damit kann ich die Box aber eintragen, weil dieses Feld ist ja, dieses Gebiet hat ja nur ein Feld. Und die Summe muss 10 minus 2, also 8 sein. Also ist das einfach eine 8. Diese drei Zellen müssen 1, 2 und 3 sein, damit das mit den Summen in dieser 3x3-Box überhaupt auch hinhauen kann. So, diese zwei Zellen müssen 13 ergeben. Ja, die 15 ist gelogen, aber 2 niedriger als 13.
Das können 6, 7 oder 4, 9 sein, das wissen wir nicht. 5, 8 geht natürlich nicht, weil die 8 schon vergeben ist. Und wenn das hier 4, 9 ist, dann wären die 20, die hier keine 20 ist, sondern 18, die wären dann 5, 6, 7. Und wenn das hier 6, 7 ist, dann wären die 18 hier unten 4, 5, 9. Glaube ich nicht, dass ich da jetzt noch mehr mitmachen könnte. Ah ja, diese 10. Ich weiß, 10 in 4 Feldern. Und wie gesagt, in einem gestrichenen Gebiet müssen die Zahlen auch immer unterschiedlich sein. Auch wenn diese beiden jetzt laut Sudoku-Regeln gleich sein könnten, ist das in gestrichenen Gebieten eigentlich niemals erlaubt. Und auch bei diesem Sudoku ist es nicht erlaubt. Also, wenn das eine wahre 10 wäre, dann gäbe es nur eine Möglichkeit. 1, 2, 3, 4. Aber es ist natürlich nicht unbedingt eine wahre 10, es kann ein bisschen höher sein. 11 oder 12. Aber selbst wenn es 12 ist, was das höchste ist, muss diese Box eine 1 und eine 2 enthalten. Weil wenn ich die 1, wenn ich die 2 weglasse, dann wäre das Niedrigste, was ich machen kann, 1, 3, 4, 5 und das ist schon 13. Andersherum, die 30 ist sehr, sehr hoch. Wenn das eine wahre 30 wäre, das geht. Aber dann müssten diese vier Felder 6, 7, 8 und 9 sein. Das sind sie natürlich nicht unbedingt, weil das kann ja aufgerundet sein. Das kann ein bisschen eine geschummelte 30 sein. Aber eine 28 ist es mindestens. Und wenn es eine 28 ist, dann brauche ich unbedingt eine 9 und eine 8. Weil wenn ich die 8 weglasse, habe ich 9, 7, 6, 5 als höchstes. Und das ist halt 27. Also brauche ich eine 9 und eine 8. So, die 8 muss natürlich links stehen. Die kann hier nicht hin. Und die 8 muss dann nach Sudoku-Regeln in dieses Rippchen hier rechts, also ein Rippchen, das habe ich schon im vergangenen Video gesagt, es sind für mich immer drei Felder in einer Linie innerhalb einer Box. Die gehören alle drei sowohl zu der Zeile oder Spalte als auch zu der 3x3 Box. Relevant ist das vor allem deshalb, dass ich dann diese drei Zahlen sowohl aus der Spalte als auch aus der Box ausschließen kann, wenn ich ohne deren Reihenfolge zu wissen, wenn ich zum Beispiel hier, sagen wir, ja, wenn ich diese drei Zahlen weiß, die jetzt kein Rippchen sind, ja, dann kann ich halt über die 3x3 Box sagen, dass diese drei Zahlen da nicht mehr vorkommen, aber solange ich die Reihenfolge der drei Zahlen nicht weiß, kann ich über die Spalte halt gar nichts sagen. Das ist der Vorteil von Rippchen. Bei Rippchen muss ich die Reihenfolge nicht unbedingt wissen, um Aussagen machen zu können. So, aber auf jeden Fall brauche ich dieses Rippchen der 8. Und innerhalb dieser geschummelten 10-Box hier kann aber keine 8 kommen. Wenn hier eine 8 kommt, das Niedrigste, was ich dazu packen könnte, wäre 1, 2, 3 und das wäre in der Summe 14 und würde zu 15. 15 aufgerundet werden. Das ist die 8 außerhalb dieser Box. Das sind so die offensichtlichen Schritte, die wir hier machen können. Was mich als nächstes interessiert, ist hier diese 5. Weil hier habe ich schon zwei der Zahlen 1, 2 und 3 vergeben in Zeile 7. So, und ich behaupte jetzt, in dieser 5-Box muss die dritte dieser Zahlen stehen. Warum ist das? Eine 5-Box kann natürlich geschummelt sein, aber das Höchste, was sie halt sein kann, ist 7. Und selbst eine 7 braucht eine 1, 2 oder 3, weil 4 plus 5 ist halt 9, das wäre zu viel.
Also, ja, wie notiere ich das jetzt? Ich mache hier mal 1, 2, 3 in die Ecke. Also 1, 2, 3 in dieser Zeile sind jetzt weg. Ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge, aber zwei davon stehen hier und die dritte der drei Zahlen steht sowohl hier als auch irgendwo hier drin. Und die zweite Zahl hier drin ist definitiv aus dem Zahlenbereich 4, 5, 6. Das ist aber auch interessant. Also diese drei Zahlen können schon mal nicht 1, 2 oder 3 sein, weil 1, 2 und 3 sind weg. Und eine der Zahlen 4, 5 und 6 ist hier auch weg. Das heißt, das Niedrigste, was die drei theoretisch noch sein könnten, wäre 4, 5, 7. Wenn ich hier eine 6 drin habe und eine 1, damit das passt. Hier eine 2 und eine 3. Und dann wäre hier eine 9 und hier eine 8. Das geht. 4, 5, 7 ergibt zusammen schon 16. In diesem Szenario wäre hier aber die 1 schon weg. Das heißt, da hätte ich noch 2 und 3, also mindestens 21. Das kommt schon mal nah an die Summe von 20 ran, aber ist noch nicht ganz gut genug, befürchte ich. Was mir übrigens auch auffällt, dieses T-Stück hier, also die beiden gestrichelten Boxen zusammen, die müssen sieben unterschiedliche Zahlen sein. Genau, müssen sieben verschiedene Zahlen sein, weil jede dieser sieben Zellen sieht jede andere und kann nicht gleich sein. Die beiden hier können nicht gleich sein, weil sie in der gleichen gestrichelten Box liegen und so weiter. Die beiden hier können nicht gleich sein, weil sie in der gleichen Zeile liegen und so weiter. Das heißt, das Niedrigste, was diese sieben zusammen sein könnten, wäre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 28. Hier stehen aber zwei Boxen, die zusammen 25 ergeben. Das heißt, beide sind in Wahrheit ein bisschen größer. Mindestens eins, eine ist eins größer mindestens und die andere muss sogar zwei größer sein, weil ich halt auf jeden Fall schon mal in den Summen drei zu wenig, mindestens drei zu wenig stehen habe. Kann das Feld hier eine 8 sein? Das wäre mega, weil wenn das hier keine 8 ist, dann weiß ich, dass in Zeile 7 des Sudokus, die 8 irgendwo in den Boxen stehen müsste. Und damit könnte die Summe dieser 7 Zahlen nicht mal mehr 28 sein, sondern müsste mindestens 29 sein. Und dann wüsste ich, dass beide Boxen um 2 gelogen sind jeweils. Kann ich das irgendwo herleiten, dass hier keine 8 stehen kann? Vielleicht nicht unbedingt. Sehe ich zumindest jetzt a priori nicht. Also diese 30, für die gilt natürlich das Gleiche wie für die da oben. Da oben. Auch diese 30 muss eine 9 und eine 8 enthalten. Und sie ist eine 28. Also 9865 oder 9874, zwei Möglichkeiten. Aber dieses T-Stück hier fasziniert mich irgendwie. Kann ich irgendwie beweisen, dass das nicht minimal sein kann? Dass da nicht 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 drinstehen kann.
erstmal, ob das nun 28 oder 29 ist. Mehr als 29 kann das T-Stück nicht sein. Sonst müsste eine dieser beiden gestrichelten Boxen gelogen haben bei ihrer Rundung. Aber egal wie es ist, die beiden Felder hier unten. Also in diesem T-Stück müssen die Zahlen 1, 2 und 3 vorkommen. In dieser Zeile 7 kann aber nur noch eine der Zahlen 1, 2, 3 und zwar genau hier hinten vorkommen. Das heißt, die beiden anderen der Zahlen 1, 2 und 3 stehen hier unten. Außerhalb der Zeile 7. Weil 1, 2 und 3 alle in dem T-Stück enthalten sein müssen. 4 muss auch enthalten sein übrigens, aber und 5 und 6 auch. Nur die 7 muss nicht unbedingt, sondern kann eine 8 sein. Das ist der einzige Freiraum, den ich habe. Aber 4, 5, 6, 7 finde ich jetzt nicht so interessant. 1, 2 und 3 wissen wir halt schon ein bisschen mehr. Auch in Zeile 8 können wir jetzt diese Logik wiederholen mit dieser Fünferbox. Eine Fünferbox kann gelogen sein, kann eine 7 sein. Aber 1, 2 oder 3 muss drin sein. Das heißt, auch die 1, 2 und 3 in Zeile 8 des Sudokus sind weg. Und dieses Feld kann natürlich keine 1 sein wegen dieser 1. Ah, können wir aber weitermachen. Wir wissen, dass diese 10 in Wahrheit keine 10, sondern 8 ist. Und zwei Felder, die in der Summe 8 ergeben, müssen auch eine 1, 2 oder 3 enthalten. Also in dem Fall eine 2 oder 3, weil die 1 ja schon weg ist. Das heißt, es ist entweder 2, 6 oder 3, 5. Und dieses Feld, na gut, dieses Feld muss nicht 1, 2 oder 3 sein. Es kann ja auch dieses Feld sein. Das kann ich nicht sagen. Diese 35 sind nicht so beschränkt, glaube ich. Ich weiß, dass 1, 2 und 3 schon ein bisschen eng vergeben sind, aber viel bringt mir das jetzt, glaube ich, auch nicht. Wäre schon gut zu wissen, ob ich hier eine 8 eintragen kann oder ob ich sa sagen muss, das T-Stück enthält die 8. Die 8. Weil wenn das T-Stück die 8 enthält, dann weiß ich, dass beide Boxen nicht nur um 1, sondern sogar beide um 2 gelogen sein müssen. Weil die Summe in dem T-Stück dann 29 wäre. Dieses Feld kann das hier jetzt noch eine 6-7 sein, statt eine 4-9. Wenn das eine 6-7 ist, dann würde ich die 7 oben schreiben. Dann müsste ich hier die 9 schreiben. Weil die 9 kann, hat in dem T-Stück auf gar keinen Fall einen Platz.
Und die 8 müsste dann aber in das T-Stück. Das heißt, dann wären wieder beide um 2 gelogen, aber es geht gerade so mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 in dem T-Stück. Summe 29. Vielleicht muss ich doch auch noch woanders im Sudoku gucken, um das aufzulösen. Auch wenn das alles durchaus knapp ist, muss ich gestehen hier. Aber die 4 kann das hier oben nicht sein, oder? Oder geht sogar das? 4. Wenn ich dann hier rechts 6 und 1 schreibe. Und dann hier. Zwei und drei. Nee, also eine 4 muss in dem T-Stück vorkommen und genauso eine 6. Und die müssen hier auch in Zeile 7 vorkommen. Das heißt, 4 und 6 kann ich aus diesem Feld schon mal ausschließen. Da ich weiß, dass die Summe dieser Box 13 ergibt, kann ich dann hier auch 7 und 9 ausschließen. Also es gibt nur noch zwei Möglichkeiten. Wäre natürlich interessant, wenn das hier eine 9 wäre, dann würde ich die 9 hier oben einschränken oder wüsste ich, dass hier eine 8 und eine 9 stehen. Das würde den Ball wiederum einiges ins Rollen bringen, tatsächlich. Aber so 100% sicher, dass die 9 nicht hier ist, kann ich halt nicht sagen. 9 hier, 7 hier und 8 in dem T-Stück. Würde gerade so gehen, glaube ich. Auch diese 8 braucht eine 2 oder eine 3 und ist dementsprechend 2, 6 oder 3, 5. Das heißt, ich weiß die Zusammensetzung dieser Box schon. Das ist. Da kann ich auch die Corner Marks wegmachen, weil das hier muss genau 4, 7, 8, 9 sein, um auf 28 zu kommen, weil die beiden Achterboxen sind halt 2, 6 und 3, 5, egal wie. Eine 4 kann da nicht vorkommen, weil 4 müsste mit der anderen 4 zusammen, um 8 zu ergeben. Und das geht ja nicht. Kann das hier 5, 6, 7, wenn das hier 4, 9 wäre, dann müsste das hier 5, 6, 7 sein. Geht das? Mit Blick auf diese 10 hier zum Beispiel. Ja, ich habe ja in dieser Box hier bisher nur eine der Zahlen 1, 2 und 3 vergeben. Das heißt, ich kann hier locker noch Zahlen 1, 2 oder 3 hinschreiben. Eine 9 könnte ja auch ohne Probleme hin, wobei die 9 dann hier hin müsste, weil sie dann nicht mehr hier stehen kann.
Aber das ist ja sowieso die etwas naheliegendere Lösung. Zumindest die mehr Möglichkeiten offen lässt, so für mein Empfinden. Bei dieser 10 können wir leider nicht sagen, ob die auf- oder abgerundet ist. Wir wissen, diese beiden Boxen sind. Also eine von denen ist auf jeden Fall abgerundet. Bei diesen drei Zahlen können auch nicht mehr 1, 2 und 3 sein übrigens, weil ich hier schon zwei der Zahlen 1, 2 und 3 vergeben habe hier unten. Heißt, das Niedrigste, was diese drei Zahlen noch sein könnten, ist 1, 2 und 4. Wenn hier eine 4 noch vorkommt. Das heißt, 7 sind schon mal weg. Richtig. Die Summe dieser beiden 20er-Boxen ist höchstens 38. Das heißt, sie sind insgesamt um 2 gelogen. Das heißt, keine von denen ist aufgerundet. Die sind beide höchstens tatsächlich 20 in der Summe. Und tendenziell eher mindestens um 2 abgerundet. Also eher kälter als die Zahl angibt. Da die Boxen beide die Größe 3 haben, weiß ich jetzt nicht, was das heißt, finde ich. Weiß ich denn, dass diese drei Felder auf jeden Fall eine 1 enthalten? Denk schon. Oder wenn die 2, 3 und 4 sind. Das wäre 36, dann müssten die beide 18 sein. Ja, es geht halt gerade so leider. Aber 1, 4 und 5 geht nicht, oder? 1, 4 und 5 wären 10. Dann hätte ich noch 35 übrig. Nee, dann wäre eine der 20er falsch gerundet. Gerundet. Also, auf jeden Fall sind zwei der Zahlen 1, 2 und 3 in diesen drei Feldern enthalten. Heißt aber auch, dass dieses Feld auf jeden Fall eine Zahl 1, 2 oder 3 ist, weil ich kann nicht 2, 1, 2 oder 3 in den Spalte 7 schreiben. Die andere muss aber in Spalte 7. Und hier sind schon 2. Der Zahn 1, 2, 3, das heißt 1, 2 und 3 in Spalte 7 sind weg. Heißt insbesondere auch diese 10 enthält weder 1 noch 2 noch 3. Weiß nicht, was das jetzt genau sagen soll, weil. Eine 10 kann ja theoretisch eine 12 sein, was schon relativ hoch ist. Und die andere Zahl hier, wie hoch kann ich die machen? Ja, theoretisch könnte ich halt sogar eine 6 reinschreiben, glaube ich. 1, 2, 6 würde halt für diese Box noch gehen. Dann wären die 220er Boxen in der Summe 36 und wären halt in Wahrheit beides 18er Boxen. Das geht aber. Interessant für diese 10 wird es erst, wenn hier eine 4 stehen muss. Weil dann sind 1, 2, 3 und 4 nicht verfügbar. Und dann müsste das 5 und 6 oder 5 und 7 sein, damit die 10 noch passt. Aber nur dann. Ich will irgendwie wissen, was in diesem T-Stück jetzt drin steht. Also eine 9 geht da auf gar keinen Fall rein, das ist klar. Aber ich will halt gerne wissen, ob. Das T-Stück hier eine 7 oder eine 8 enthält. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6 sind Pflicht. Dieses Feld ist also auf keinen Fall
Das kann der. Das auf keinen Fall 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kann aber eine 7 sein. Oder eine 8 oder eine 9. Ich trage es schon mal ein. Vielleicht gibt das für die Spalte. Gleich irgendeinen Sinn. Die letzte Spalte hat schon zwei ziemlich große Boxen. Wenn das wirklich 20 und 15 wären. Aber die 20 ist ja tendenziell schon zu hoch. Es ist ziemlich wahrscheinlich, dass das nur eine 18 ist. Wenn das wirklich 20 und 15 wären, dann müssten die anderen Zellen 1, 2, 3 und 4 sein. Und das geht halt nicht. Okay, vielleicht müssen wir in diese Richtung jetzt denken. Weil ich glaube, 1, 2, 3 und 4 können diese 4 Zellen nicht sein. Dann hätte ich hier unten viel zu viel 1, 2, 3 und 4 in der 9. Box. Beziehungsweise hätte ich 5 Felder, die 1, 2, 3 und 4, 1, 2, 3 und 4 sein müssen. Aber das reicht ja schon für den Widerspruch. Das heißt, diese 20 und 15 sind in ihrer Summe auf jeden Fall um mindestens 1 gelogen. Die sind zusammen höchstens 34. Die Frage ist jetzt, wo stehen denn in dieser Box eigentlich noch die großen Zahlen? 7, 8, 9. Die 9 muss auf jeden Fall hier unten irgendwo rein. Und ich glaube nicht, dass ich die 9 noch hier hinpacken kann, oder? Dann wird die Summe in der letzten Spalte einfach zu hoch. Weil da habe ich hier schon mal mindestens 9, hier mindestens 13 für die 15, hier mindestens 18, das wäre schon mindestens 40 und ich habe noch 3 Zellen übrig. Nee, das geht nicht. Also die 9 darf nicht in der letzten Spalte stehen. Die 9 ist hier. Weiß nicht, was mir das jetzt bringt, aber auf jeden Fall schon mal eine Erkenntnis. Bringt mir dann was, wenn ich weiß, dass hier eine 9 drin steht, dann kann ich eine eintragen. Kann ich sowas Ähnliches mit der 8 sagen? Die 8 könnte halt in das T-Stück rein theoretisch. Was ist das Niedrigste, was diese vier Felder überhaupt noch sein können? Naja, ich kann hier 1 und 6, hier 2 und 3 reinschreiben zum Beispiel. Und hier eine 8, das ist das Höchste, was geht. Das heißt, dann wären diese vier Felder am niedrigsten 4, 5, 7 und 9. Heißt, diese beiden Felder sind beide schon mal. Ja, diese beiden Felder sind beide schon mal 4 und 5 mindestens. Das ist 9. Wenn das dann eine 1 ist, ist das 10. Dann habe ich noch dieses Feld. Und dann sagen wir es mal anders. Ich habe hier 9, ich habe noch diese zwei Felder. Die können 1 und 2 sein. Also ist das Niedrigste, was diese vier Felder, die nicht in den Boxen liegen, zusammen sein können, 12. Das heißt, das Höchste, was die 20 und die 15 zusammen sein dürfen, ist 33. Ja, sagt nicht so wahnsinnig viel, außer dass keine dieser beiden größer ist. Und wahrscheinlich sind beide ein bisschen kleiner, als ihre Summe aussagt. Also wahrscheinlich ist das eine 13 und das eine 18, aber sicher sagen kann ich es halt nicht. Und hier unten stehen dann 4 und 5.
Die müssten dann auch beide hier stehen, damit die in dem T-Stück noch vorkommen. Dann könnte das hier zum Beispiel eine. Doof, anders gefragt. Kann das hier noch 3 und 4 sein? 3 und 4 würde gehen, das würde 7 mehr geben, gerade so. Aber wenn das 3 und 4 ist, dann sind das 1 und 2. Das heißt, die niedrigen Zahlen sind alle weg. Dann müsste das hier 5 und 6 sein. Und wenn dann hier noch eine 3 dazu kommt und hier eine 1, dann habe ich 15. Das heißt, die 20 und die 15 müssen zusammen 30 ergeben. Das geht nicht. Dann hätte eine um 3 gelogen und wäre falsch gerundet. Okay, also 3, 4 ist hier als Option raus. Die enthalten eine 1 und eine 2, das heißt, dieses Feld ist auch keine 3. Die 3 ist auf jeden Fall hier oben mit dabei. Wäre gut zu wissen, wo die 1 und die 2 hier drin jetzt stehen. Weil die müssen da drin vorkommen, beide. Die können halt beide in Spalte 2 kommen, theoretisch. Ein entscheidender Dominostein fehlt noch, habe ich den Eindruck. Und dann fällt das alles ziemlich schnell. Wenn das hier 2 und 5 sind. Oder 2 und 4, meinetwegen, ist egal. Sagen wir mal 2 und 5. Dann sind das 1 und 3. Das heißt, diese beiden Felder können jetzt 4, 6, 2 sein. Ja, 4, 6, 2, dann könnte hier eine 1 stehen. Aber anders ausgedrückt, kann diese beiden haben ja eine 1 und eine 2 und eine Zahl, die ein bisschen größer ist. Also zum Beispiel 4, 5 oder 6. Dieses Feld muss immer die niedrige sein, oder? Wenn das hier eine 4 wäre und das 5, 6, nee, dann haben die letzte Spalte viel zu viel. Also die 1 und die 2 steht auf jeden Fall hier. Dementsprechend ist dieses Feld dann, kann das noch eine 4 sein? Wenn das eine 4 ist, dann müssten hier mindestens 5 und 6 stehen. Zusammen mit einer 1 und einer 2 in diesen beiden Feldern irgendwie. Dann gibt das 14. Das würde gerade so gehen. Ah, wenn das eine 4 ist, ist das alles sehr auf Kante genäht, aber es geht. Aber können diese beiden Felder jetzt noch eine 8 enthalten? Nee, oder? Wenn da eine 8 dabei ist, ist das zu viel. Das andere Feld ist ja auch schon mindestens 4 und da noch 1 und 2. Nee, da bin ich schon bei 15 und dann hat eine entweder die 20, das 20er Gebiet oder das 15er Gebiet gelogen bei seiner Rundung. Nee, das geht nicht. Also die 8 ist. Hätte fast gesagt, hier, aber es stimmt ja nicht. Die 8 kann in dem T-Stück sein. Ist knapp, aber es geht.
wenn beide in T-Stück um 2 gelogen haben jeweils. Diese 1 und 2 können natürlich jetzt weg. Weil dieses Feld ist eine 4, eine 5 oder eine 6, das wissen wir jetzt. Anders gefragt, kann das hier eine 4, 5 oder 6 sein? Oder muss das die große Zahl, die in dem T-Stück vertreten ist, sein? Wenn das eine 4, 5 oder 6 ist, das ja bekanntlich auch, dann sind diese beiden Felder zumindest 4 und 7. Das geht, wenn das 1 und 2 sind und beide um 2 gelogen haben. Geht leider gerade so. Aber die letzte Spalte macht es auf jeden Fall alles noch mal ein bisschen enger. Ah ja, ich kann auch fragen, wo sind die großen Zahlen denn überhaupt in Zeile 8? Weil hier ist keine große Zahl. Hier ist keine. In der 5er-Box gibt es keine große Zahl, so 7, 8 oder 9 jetzt. Ja, die gehen nicht in die 5er-Box. Und dieses Feld ist sehr limitiert, was große Zahlen angeht. Wegen der letzten Spalte. Das kann theoretisch eine 7 sein, aber nur wenn das hier eine 4 ist und ja, also sehr, das wäre sehr, sehr, sehr auf Kante genäht. Es geht, aber das heißt, die dieses Feld ist wahrscheinlich eine 9, nehme ich mal stark an, aber auf jeden Fall eine große Zahl, denke ich mir. Dieses Feld ist wahrscheinlich auch eher groß. Was dann interessante Folgen in dieser 30 hätte, aber kann ich irgendwie ausschließen, dass das hier eine 7 ist? Dann muss das hier eine 4 sein, damit die letzte Spalte noch aufgeht. Und dann sind diese beiden Felder genau 1 und 2. Und dann wären diese 4 Felder in der Summe 14, 4, 7, 1 und 2. Dann könnte ich hier halt noch eine 13 und hier eine 18 dazu packen. 14 plus 13 plus 18 ist genau die 45, die ich brauche in der letzten Spalte. Anders gefragt, wo sind 1, 2 und 3 eigentlich? Das ist vielleicht noch eine viel spannendere Frage. Wo sind 1, 2 und 3 hier in dieser Box? Also, in dieser Spalte nicht, weil 1, 2 und 3 in dieser Spalte
sind vergeben. Eins von den beiden Feldern musste auch eine 1, 2 oder 3 sein, damit die 3x3-Box da oben in der Ecke überhaupt noch eine Chance hat. Das heißt, diese drei Felder sind nicht 1, 2 oder 3. In der 15er-Box packe ich auch keine 1, 2 oder 3. Weil die muss in Wahrheit mindestens 13 sein, also eine 3 und 10 kann ich ja nicht reinschreiben im Sudoku. Das heißt, diese vier Felder enthalten 1, 2 und 3. So, diese 10 kann aber nicht 2 davon beherbergen, weil 2 plus 3 wäre halt nur 5. Das würde ich nicht auf 10 runden. Das heißt, diese beiden Felder gehören auf jeden Fall zu 1, 2, 3. Und eine dieser 1, 2, 3 Zahlen ist auch hier mit drin. Ja, viel mehr als das weiß ich auch nicht. Das heißt schon mal hier drüben. Jetzt die große Preisfrage. Kann hier noch eine 2 oder eine 3 stehen? Weil dann wären 1, 2 und 3 in 2 und 4 weg. Das heißt, hier wären dann weder 1 noch 2. Das heißt, 1 und 2 müssten dann beide in 2 und 3 ausweichen. Dann wären 1, 2 und 3 auch in 2 und 3 weg, zusammen mit dem Feld. Und das wären dann eine 3. Dann wäre das eine 1, 2 oder 3. Das hier müsste dann größer sein. Scheint zu gehen, oder? Diese 15 finde ich halt relativ uninteressant, weil das halt der durchschnittlichste Wert ist, den eine Dreierbox überhaupt haben kann. Genauso diese 10, das ist ein Durchschnittswert. Vielleicht sollte ich dem mehr Beachtung schenken. Ja, vielleicht die ersten beiden Zeilen zusammen. Die ersten beiden Zeilen haben zusammen schon ziemlich viele große Boxen. Hier eine 30, hier eine 10, hier eine 20. Und hier nochmal zwei Felder, die mindestens zu der 18 gehören, also schon mal mindestens zusammen 9 sind. Auch diese beiden Felder sind in ihrer Größe jetzt nicht beliebig klein zumindest. Wobei, die können schon sehr klein werden, wenn das hier eine 9 ist. Mindestens 5 oder so wahrscheinlich. Wenn das hier mindestens 9 ergibt, dann müsste hier die 9 stehen. Das heißt, könnte hier keine 9 mehr sein. Also eine 8 hier. Wobei das hier unten wieder Probleme machen würde, wahrscheinlich. Ja, diese Spalte 4 ist jetzt auch interessant, was die großen Zahlen betrifft. Weil dieses Feld ist tendenziell auch groß, haben wir gesagt. Dieses Feld ist groß, dieses Feld ist groß. Eins von denen muss groß sein. Das heißt, dann könnte das gar nicht mehr groß sein. Das hätte dann schon wieder interessante Folgen für die ersten zwei Zeilen, denke ich. Wie viel habe ich denn hier jetzt? Mindestens 28.
Wenn das hier mal nicht groß sein kann, sagen wir. Also wenn das höchstens 6 sein kann, dann brauche ich hier mindestens 7. Also habe ich schon mal 35 plus 8. 43 plus 18. 61 plus nochmal mindestens 9. Da habe ich hier schon mal 70. Und ich habe noch jetzt noch 5 Zellen übrig. Das geht locker. Ich muss ja nur auf 90 kommen. 2 mal 45. Das ist jetzt nicht so kritisch. Das hier, die 10, besteht aus zwei mittleren Zahlen und ist tendenziell ein bisschen höher. Generell, wie ist die Summe von Box 6 zu bewerten eigentlich? Weil hier halt schon zwei niedrige Zahlen stehen müssen. Das hier ist in Summe ja, wissen wir, 45. Das hier ist tendenziell abgewertet. Also wenn das jetzt eine 13 wäre, was der wahrscheinlichste Fall ist, mit Abstand. Die beiden sind 1, 2 oder 3, es können dann höchstens 5 ergeben, 2 und 3 sind 18. Die beiden 10 können natürlich höchstens 12 sein. Das wären dann 24, 18 und 24 ist halt 42. 42, ja, das ergibt nicht viel Sinn. Da sind noch einige Freiheitsgrade vorhanden, leider. Auch wenn eins von den beiden vielleicht nicht mehr 12 sein kann. Weil hier steht eine 1, 2 oder eine 3 drin, also vielleicht ist 12 unrealistisch, aber 11 könnte es bestimmt sein. 13 und 11 ist 24 und dann hier noch 5. Oder 4 vielleicht, wenn hier eine 2 stehen würde zum Beispiel. Sind 28, aber dann haben wir hier noch 12, 40. Dann bräuchte ich hier ja auch nur noch eine 5, das ist kein Problem. Generell, wo ist die 9 eigentlich in Spalte 7? Weil die 9 geht auf keinen Fall ins T-Stück. Und ich glaube, diese 10 kann auch keine 9 mehr enthalten. Weil wenn hier eine 9 drin ist, die andere Zahl muss auch mindestens 4 sein. 1, 2 und 3 sind ja schon weg und 9 plus 4 ist 13, das wäre zu viel. Also die 9 und hier oben kann auch keine 9 rein. Ne? Nee, eine 9 zusammen mit einer 1 oder 2 wäre halt schon 12. Dann wären die beiden 20er zusammen 33, das können sie auf gar keinen Fall sein. Generell 7, 8 und 9 sind hier nicht drin. Das heißt, die 9 Spalte 7 steht entweder hier oder ganz oben. Das sind die einzigen beiden Felder in der Spalte, wo ich noch eine 9 hinschreiben darf. Kann ich etwas Ähnliches über die 8 sagen?
Wenn das hier 8 und 4 wären, dann, also wenn hier eine 8 drin ist, dann muss eine 4 dazu, damit das doch eine gerundete 10 wäre. Heißt, dann hätte ich hier schon mal eine 5 mit dabei. Wenn das hier zum Beispiel dann eine 7 wäre und das hier eine 9 und das hier eine 6 oder irgend sowas. Eine 5 müsste dann hier dabei sein, aber das ist, glaube ich, kein Problem. Ja, 5, 1 und 2 hier reinzuschreiben. Ergibt ja nur 8, da müssen die beiden 20er zusammen 37 ergeben. Sehe ich jetzt kein Problem mit. Ist alles so auf Kante genäht, aber die Zahnräder greifen noch nicht ganz ineinander, fast. Diese 20er Box hier muss die letzte niedrige Zahl enthalten, weil von den Zahlen 1, 2 und 3 sind in der letzten Spalte nur zwei vergeben. Eine hier und eine hier. Aber in der 15 geht auf gar keinen Fall die niedrige Zahl. Und hier unten auch nicht, weil die in der Box schon vergeben sind. Also 1, 2 oder 3 ist hier oben auch dabei. Heißt das im Umkehrschluss, da muss eine 9 dabei sein? Gerade so nicht, weil es könnte 3, 7, 8 hier sein. Wenn das hier 3, 7, 8 wäre, wäre das legitim. Das wären 18. Dann wären das 1 und 2, aber ich glaube nicht, dass das stört. Schade, wenn hier eine 9 dabei wäre, wäre das cool, weil dann wäre hier keine 9, dann müsste die 9 hier hin. Das hätte dann wieder Folgen hier und so könnten wir dann den Ball ins Rollen bringen. Aber ich sehe es halt nicht. 3, 7, 8. Drei, sieben, acht. Die acht in dieser Box 9 ist halt entweder hier oder hier. Ich will dazu gern ausschließen, dass hier dem T-Stück ist, aber ich glaube nicht, dass ich das ganz ausschließen kann, oder? Wenn das eine 8 ist, kann das auf keinen Fall eine 4 sein, weil beide gestrichelten Boxen im T-Stück dann um 2 gelogen sein müssen. Also das muss eine 7 ergeben, das heißt eine 4 geht hier nicht. Aber eine 4 hier dabei würde das Ganze ja eher entspannen.
Kinder, wenn das eine 4 ist, ist die Lage hier sehr angespannt. Dann müssen das 5 und 6 sein, damit die letzte Spalte noch stimmen kann. Habe ich hier 3, 7, 8, 1, 2, 4, 9. Passt halt gerade so. Diese drei Felder enthalten dann 7, 8, 9. Was aber geht. Ich wüsste auch gerne, ob das hier eine 9 ist. Wenn das nämlich eine 9 wäre. Dann müsste hier eine 9 stehen und hier die 4. Müsste die 9 hier hin, dann müsste die 9 hier hin, dann hätte ich wieder. Hätte ich wieder meinen Ball ins Rollen gebracht. Diese 10 und diese 15, die habe ich überhaupt nicht benutzt, aber die. Die sagen mir einfach auch so irgendwie gar nichts. Das können alles mittlere Zahlen sein, über die ich eh noch nichts weiß. Wo sind hier 1 und 2? Also nicht beide unten schon mal, das ist klar. Auch nicht beide rechts, das ist auch klar. Beide oben wäre sehr heikel, aber es würde halt gehen. Die anderen beiden Zahlen hier müssen 3 und 6 oder 4 und 5 sein, kann er? Vielleicht besser gefragt, kann hier noch eine 3 auch noch rein? Geht das? Oder habe ich es jetzt den Bogen überspannt? Wenn hier 1, 2 und 3 drin stehen, das stehen. Zwei davon oben und eine hier. Also hier ist dann keine mehr. 1, 2 und 3 wären dann genau in diesen drei Feldern. Damit ich in keiner Zeile oder Spalte mehr als 3, 1, 2, 3 Felder habe. Das geht ja nicht. Dann wäre das hier. 4, 5 oder 6. Hier wäre dann eine 1, 2 oder 3. Hier wäre dann eine 4, 5 oder 6. Sehe ich aber auch keinen Widerspruch. Hier wäre dann eine 2 oder eine 3 hier unten. Hier oben wäre dann eine 5 oder eine 6 dementsprechend. Kann ich noch nicht ganz ausschließen, leider. Kann ich den anderen Fall ausschließen? Hier 1, 2, 4, 5. Das wäre ja der einzige Fall, wo hier keine 3 mit drin ist. Weiß ich denn, wie sich diese 30 zusammensetzt? Außer, dass ich weiß, dass da eine 8 und eine 9 dabei sind, aber.
9865 kann ich halt auch noch nicht ausschließen, oder? Nee, weil die 7 kann sich ja irgendwo hier verstecken. Das ist. Eine 7 hat keine besondere Einschränkung, auch in der 15er Box nicht. Muss das hier immer eine große Zahl sein? Das glaube ich schon eher, oder? Nee, muss es nicht. Weil hier halt noch gerade so die 7 mit rein kann. Da wären das, wenn das hier keine große Zahl ist, also nicht 7, 8, 9. Dann wären das hier 9 und 8 oder wären das hier 7 und 4. 4 kann das auf keinen Fall sein. Bei 4 muss dann hier, damit ich die letzte Spalte nicht überfrachte. Es ist alles knapp, aber irgendwie. Sieben und vier hier, also zwei. Dann kann das hier keine neuen haben, dann muss das. Ah, ist das ein Problem? Das ist vielleicht. Sieben und vier hier hin. Da sind die beiden Felder 1 und 2. Damit das hier noch 13 ergibt, muss das 5, 8 sein. Das heißt, ich habe hier noch 3, 6, 9 übrig. Das heißt, dann muss das die 9 sein. Aber ist auch nicht so schwierig. Oh, Leute, ich bin halt noch kein sehr erfahrener Ingenieur, merke ich. Ich habe das Gefühl, schon ziemlich weit zu sein, aber ich habe nur zwei Zahlen eingetragen. Die habe ich schon nach 2 Minuten eingetragen gehabt. Das waren auch die einfachsten Zahlen überhaupt. Aber seit hier ist ziemlich Ebbe. Ah, die 1, 2, 3 hier. Welche Zahlen sind das? Ich behaupte, die beiden müssen gleich sein. Ja, weil eine der 1, 2, 3 Zahlen steht auch in dieser 10er-Box drin, weil ich sonst in dieser 3x3-Box hier keinen Platz mehr für die 1, 2, 3 hätte.
Spalte 7 geht nicht und die 15er-Box geht auch nicht. Aber wenn hier eine 1, 2, 3 drin ist, die sieht ja alle diese drei Zahlen. Das heißt, diese Zahl hier rechts und diese Zahl hier sind auf jeden Fall identisch. Ah, die 3. Die 3 ist hier auf gar keinen Fall dabei. Weil hier unten auf jeden Fall eine 3 dabei sein muss. Die 3 ist es nicht. Also entweder ist das die 3 oder die 3 ist hier drin. Kann das hier überhaupt noch eine 1 oder eine 2 sein? Geht das? Oder überspanne ich jetzt den Bogen massiv, weil dann, wenn das eine 1 oder eine 2 ist, dann muss das hier die 3 sein, das auch. Weil ich kann hier nicht die 1 und 2 beide nach unten schreiben. Das heißt, eine muss auch nach oben von den beiden. Das heißt, wenn das hier eine 1 und eine 2 ist, dann sind 1, 2, 3 sowohl in 2 und 3 als auch in 2 und 4 schon belegt. Dann bräuchte ich auch die 20er-Box, eine 1 oder eine 2. Und damit dann auch 9. Kann hier eine 1 drin sein? Wenn hier eine 1 drin ist, da geht das halt nur noch mit 8 und 9 zusammen. Da habe ich hier eine 2, hier eine 3, hier 7, 6 und hier unten 4, 5. Nein, das geht nicht. Hier kann keine 1 rein. Warum nicht? 1, 8, 9? Damit die 15er Runde noch stimmt, muss das 6, 7 sein. Aber wenn hier eine 1 drin ist, dann muss das hier eine 2 und das eine 3 sein. Dann stehen hier unten 4 und 5. Das sieht im Prinzip erstmal plausibel aus. Aber dann muss das hier eine 6 sein, wenn hier 4 und 5 schon stehen. Und da habe ich hier 6 plus 2 ist 8 und das wären keine 5 gerundet. Nein, also hier ist keine 1, dann denke ich, dass hier auch keine 2 sein kann. Nee, wenn ich hier eine 2 reinschreibe, dann komme ich in die Hölle. Dann komme ich in die Hölle. Sofort. Weil dann, ich kann 1 und 2 hier nicht reinschreiben, dann muss die 1 also hier oben rein. Dann müsste das eine 3 sein und dann bräuchte ich die 20er-Box eine 1, was ich nicht haben kann. Diese beiden Felder könnten halt noch 1 sein, glaube ich.
Das würde doch gehen. Dann wäre hier eine 2 drin. Wäre das eine 2? Können diese beiden Felder noch 3 sein? Wenn die 3 sind? 2 kann ich dann hier nicht machen, weil damit die letzte Spalte noch passt, müsste ich dann hier 4 und 5 reinschreiben und dann müsste das eine 6 sein und 2 und 6 gibt halt wieder 8. Es geht nicht. Also, wenn das 3 sind, dann muss das hier die 1 sein. Ja, weiß ich ja auch, weil hier oben keine 1 drin sein kann. Ist viel einfacher. Kann das hier in der Summe noch 21 ergeben oder muss das weg? Muss das schon 22 sein? Wenn das 21 ergibt, dann muss das 7 ergeben, damit das noch passt. Und dann müssen hier auch 8 und 9 rein. Was kann ich dann hier reinschreiben, damit das passt? Ja, sehe ich aber jetzt keinen Widerspruch, wenn ich ehrlich bin. Diese Zahl muss man auch bedenken, ist gleich dieser Zahl. Die sind identisch. Das heißt, diese Zahl muss auch hier unten irgendwo noch vorkommen. Ja, stört aber nicht wirklich, oder? Wäre vielleicht interessant, wenn das der 1 ist. Kann das hier eine 1 sein? Das wirkt so knapp. Wenn das eine 1 wäre, dann habe ich hier 2 und 3. Wenn das eine 1 wäre, erstmal kommt dann hier irgendwo eine 2 und hier die 1. Hier die 1. Habe ich hier 2 und 3 in irgendeiner Reihenfolge.
Was aber dann auch heißt, dass diese 10 hier eine 1 enthalten muss. Das heißt, das hier wäre dann eine 1. Und das hier wäre dann eine 1. Spitze auf Knopf, aber es geht. Das hier wäre dann eine 1, dann wäre das hier eine 1. Könnte ich fast alle 1 irgendwie eintragen, dann wäre nämlich das hier eine 1. Da ist ein Problem. Wenn das hier eine 1 ist, wo trage ich dann die 1 in dieser ersten Box ein? Kann nur hier. Weil in der 28 hier oben ist keine 1. Das heißt, wenn die 1 hier ist, dann ist hier eine 2, hier eine 2. Ja, dann habe ich überhaupt keinen Platz mehr. Da ist hier eine 1 drin, das weiß ich, aber da habe ich hier überhaupt keinen Platz mehr für eine 1 in der letzten Spalte. Aha, also das ist auf keinen Fall auch eine 1. Das heißt, dieses Feld hier muss 1 oder 2 sein. Führt die gleiche Logik zu Problemen, wenn das graue Feld keine 3 ist. Und das graue Feld irgendwie eine 1 oder eine 2 ist, weil. Vielleicht, wenn. Vielleicht muss ich so denken. Wenn die. Wo. Das graue Feld, wo kommt das in dieser Box überhaupt hin? Kann nur hier oder hier stehen. Weil. Machen wir es mal grau-weiß, damit das klar ist, dass nur. Natürlich nur eins von den beiden grau ist. Aber. Grau ist in dieser Zeile halt schon weg. Und egal, ob es 1, 2 oder 3 ist, das hat in der 28er Box nichts verloren. Nichts verloren. Also ist grau hier oder hier. Das heißt. Wenn grau 1 oder 2 ist, dann wären diese beiden Felder hier, sowohl dieses hier, als auch dieses hier, ja, jetzt müssen wir eine andere Farbe. Geben wir die andere Farbe mal schwarz. Wenn grau 1 oder 2 ist, dann ist das hier schwarz. Das hier ist dann die schwarze 1 oder 2. Das heißt, hier rechts kommt keine 1 und 2 mehr vor. Das heißt, die stehen jetzt beide links. Und keine davon kann grau sein. Genau, so, das ist viel einfacher. Grau kann ja gar nicht 1 oder 2 sein. Ach, ich Idiot. Wenn diese beiden Felder gleich sind, dann kann das ja schon nicht mehr 1 oder 2 sein, weil 1 und 2 in dieser Box vorkommen müssen. Und wenn der grau 1 oder 2 wäre, dann ist diese ganze Box ausgeschlossen. So läuft der Hase. Das sind beides Dreien hier. Das heißt, diese 20er Box enthält jetzt auf jeden Fall eine 2. Meine 1 kann sie nicht enthalten, wie wir gerade gesagt haben. Das heißt, das ist eine 1. Jetzt geht alles. Glatt. Das ist eine 1. Ich denke, jetzt sind wir relativ. Auch wenn wir noch früh ist, aber ich denke.
Zurück. Ich wollte jetzt nicht alle 1, 2, 3 markieren. Ich wollte nur die machen. Dass die keine 1 sein können. Das ist keine 3. Die 1 ist hier auf jeden Fall links irgendwo. Ja, hier ist eine 2. Also ist hier eine 1. Das oder das ist eine 1, das weiß ich noch nicht tatsächlich, aber bald weiß ich es wahrscheinlich, denke ich. Das hier ist auf jeden Fall keine 3, aber die 3 könnte es, kann trotzdem noch 5-3 sein, wenn die 3 halt unten steht. Das heißt aber auch, dass diese Box 1, 2, 4, 5 ist. Genau. Muss, weil eine 3 kann hier nicht mehr drin stehen. Heißt, 1, 2, 4, 5. Die 1 ist hier natürlich raus. Leider gibt diese 1 jetzt mal so gar keine Einschränkung für dieses Feld. Na gut, das sind natürlich jetzt ein 2-3-Pärchen. Vier, fünf und sechs, alles ist okay von der Rundung her. Ab 4 kann jetzt nicht mehr sein, dann wird das zu niedrig, ne? Ja. Also das ist 5 oder 6 auf jeden Fall. 4 in dieser Box muss jetzt hier unten rein, glaube ich. Wenn ich hier irgendwo anders die 4 noch reinschreibe, dann ist das Niedrigste, was die beiden Felder noch sein können, 5 und 7. Weil das 5 oder 6 und 5 und 7, 3 und 1 ist viel zu viel. Generell ist das 4, 5, sind die beiden 4, 5, 6. Weil 7 und 4 plus 3 und 1 wäre auch schon zu viel. Das wären 15, das heißt die 20 und die 15 zusammen wären 30. Und das geht nicht, ohne dass eine von beiden gelogen hat. Heißt, im Umkehrschluss, diese drei Felder sind 7, 8, 9. Was wir schon die ganze Zeit vermutet hatten, ist jetzt wahr. Ich trage das jetzt nicht ein. Hier ist irgendwo die 4 mit dabei. Und die andere Zahl aus jeweils 5 und 6 noch. Hier ist eine 2 und eine 3 mit drin. Okay, aber die 4 ist hier oben drin. Aber das heißt, einzige Art, wie das noch 5 ergeben kann, ist als 2 5-Pärchen, oder? 2 und 3 können hier nicht rein, dann wäre das Feld kaputt. 4 darf da auch nicht rein. Ja, es ist einfach ein 2-5-Pärchen. Das heißt, das hier ist 4 und 6. Das hier ist die 5. Jetzt habe ich hier 10, 15, damit das noch
20 ergibt, muss das hier eine 7 sein. Und dann muss das hier eine 9 sein. Dann muss das hier eine 8 sein. Dann muss das auch eine 8 sein. Dann muss das eine 9 sein. Das ist eine 4. Das ist eine 6. Das ist eine 4. Das ist eine 3. Das ist eine 2. Das sind 5, 6, 7. Wir haben hier 5, 6, 7, 2, 8, 4. Wir brauchen noch 1, 3 und 9. Die 9 muss auf jeden Fall hier rechts mit dabei sein. Zusammen mit 1 und oder 3, das weiß ich jetzt leider nicht. Dieses Feld ist dann dementsprechend eine 1 oder eine 3. Hier können die Cornermarks auch mal weg. Cornermarks machen mich unruhig. Hier ist die 8 jetzt raus. Ich habe jetzt hier 6, 4, 3, 1, das sind 14. Das heißt, diese beiden Boxen in der letzten Spalte sind, haben beide um 2 gelogen, damit das noch hinhaut. Das ist also eine 13 und eine 18. Beide haben um 2 gelogen. Und das ist eine 13, das kann nicht 5, 4, 9 sein, das kann nicht 6, 7 sein, weil hier schon eine 4 und eine 6 stehen, also ist es 5, 8. Das passt doch wunderbar mit dieser 8 hier zusammen. Das heißt, die beiden 8, 2, 5 und 6 sind hier und rechts. Das heißt, die 8 in 2, 4 muss genau hier stehen. Kleine Anmerkung am Rande, aber vielleicht ganz nett. Dann habe ich hier noch 2, 7 und 9 zu vergeben, ne? Das ergibt genau eine 18. Das hier sind jetzt natürlich 5, 6, 7. Allein von der Box aus. Gesehen. 1, 2, 3, 7, 9. Was könnte hier jetzt noch stehen? Eine 4 auf jeden Fall wahrscheinlich. Eine 5 würde auch noch gehen, oder? Wenn hier eine 5 steht, dann fehlen noch 4, 6, 8. Ja, das geht auch. Eine 5 muss. In diesem Rippchen muss eine 5 vorkommen, weil hier eine 5 und hier eine 5. Und eine 8, weil hier eine 8 und hier eine 8. Okay. Eine 8 kann ich hier aber nicht schreiben, da das bleibt für die 20 nicht genug übrig. Also muss das die 8 sein und dann muss das die 5 sein. Dann muss das die 9 sein. Die einzige Platz, wo noch eine 9 hin kann in Spalte 7. Da sind hier wieder einige Zahlen rot geworden. Einiges rot geworden. Genau. Das ist immer eine schöne Hilfe bei diesem Sudoku-Pad, finde ich. Das
Zeilen und Spalten, wenn du einmal eine Notiz gemacht hast, dass eine gewisse Zeile im Feld stehen könnte und irgendwann später kann sie es nicht mehr, dann wirst du mit der roten Farbe ein bisschen darauf aufmerksam gemacht. Das ist die einzige Platz, wo jetzt noch eine 8 und diese 30er-Box, die mindestens eine 28 ist, braucht eine 8. Die einzige Platz, wo die 8 hin kann, ist hier. Hier muss jetzt auch noch eine 9 hin. Das heißt, die beiden Felder sind einfach in irgendeiner Reihenfolge 8 und 9. Hier sind natürlich 4 und 6, die noch fehlen. Das heißt, wir haben 4, 6, 3, 9, wir haben. Ich brauche noch 1, 2 und 7. Die 7 ist hier dabei. Aber 7, 1 oder 7, 2, das würde beides nicht lügen. Das sind jetzt 4 und 6, also diese 10 passt zufällig genau. Machen wir sie mal gelb, um das anzugeben, dass das wirklich genau. Das ist keine Ingenieurs-10, das ist eine richtige. Sorry. Nichts gegen Ingenieure, ja, ich bin ja streng genommen selber einer inzwischen. Ich kann mich über meinen eigenen Berufsstand lustig machen. Das heißt, das ist ein bisschen abgerundet, 7-1 oder 7-2. Ich will gerne wissen, welche dieser Zehnerboxen was ist. Aber ich habe 2, 6 und 3, 5 zur Auswahl. Beides würde natürlich hier rechts was implizieren, aber es ist beides führt jetzt nicht direkt zu einem Widerspruch. Genauso würde hier beides hier unten was implizieren. Ah, hier muss eine 9 dabei sein. Diese Box braucht eine 9. Also ist das nicht die 9, sondern ist das die 8? Dementsprechend ist das die 9. Jetzt löst sich wieder was auf. Dann ist das eine 5 und das eine 8. Habe ich alle 8 jetzt eingetragen? Nee, es fehlt noch eine 1. Eine einzige und ich glaube, die steht hier, ne? Ja. So, jetzt sind wir mit den 8 durch. Immer wieder ein Wettrennen, welche Zahl als erste fertig wird. Heute war es die 8. Herzlichen Glückwunsch. Das hat halt immer noch nicht hier die 3-5 ausgeschlossen, leider.
Diese 8 hier hinten hilft uns da bei dieser Entscheidungsfindung nicht. Ah, dieses Feld kann ich doch eintragen. Das ist eine 7. Und das geht wieder hier oben weiter. 4, 9, 7. Jetzt muss die 7 hier runter. Die 7 muss dann auch hier hin. Hier kommt hier raus. Die 7 hier unten verschwindet auch. Das hier ist 1 oder 2. Trage ich nur sicherheitshalber ein, weil vielleicht wird ja was rot. Wenn ich das eher nicht glaube. Hier oben muss eine 7 hin. Fragen wir einfach, wo die 7 in 2 und 3 steht. Das ist viel einfacher. Steht hier. Einziger Platz, wo noch die 7 hin kann. Für, aus Zeilensicht. Gleiches Spielchen mit der 9 in 2 und 3. Die muss hier hin. Da muss die 9 hier unten hin. Eins, zwei, vier, sechs. Hier. Weiß ich jetzt a priori noch nicht. Ah, die 5 steht hier unten. Das heißt, dieses Feld ist weder eine 3 noch eine 5. Das heißt, diese beiden sind 2 und 6. Weiß ich die Reihenfolge schon? Nee, weiß ich noch nicht. Aber wenn das 2 und 6 sind, dann ist das auf jeden Fall eine 4. Das ist eine 6, 2 und 6. Das heißt, das ist keine 2, das ist eine 5. Hier sind jetzt 2 und 6. Wenn hier 2 und 6 sind, dann fehlen noch 3 und 7. Kann ich aber nichts mit, glaube ich. Außer einfach eintragen, dass das 3 und 7 sind. Für diese 10 bleiben jetzt nicht sehr hohe Zahlen übrig. Kann hier noch eine 1 drin sein? Nee. Aber das Höchste, was ich dazu packen könnte, wäre eine 5 und 1 und 5. 6 müsste ich auf 5. 5 abrunden, nicht auf 10. Also. Die 1 in der mittleren Spalte ist hier unten.
Das ist eine 3, das heißt, diese 10 war exakt eine 10. So was zelebrieren wir Mathematiker. Das hier oben, da ist. Was ist da dabei? Eine 4 und eine 3 und eine 5. Aber das kann nur 4 und 5 sein, weil 4 und 3 kannst du nicht auf 10 aufrunden, leider. Außerdem ist die 3 hier schon weg in der Box. Gleich zwei Gründe, warum das nicht geht. Also 4 und 5. Dann bekommen wir hier eine 3. Oh, eine 3. Und hier eine 5 geschenkt. Jetzt. Hier fehlen noch 1, 2 und 6. Irgendwann müssen wir auch diese 15 benutzen. Weil die hohen Zahlen sind aus dieser 15 jetzt schon ziemlich ausgeschlossen. Also 8 und 9 sind auf keinen Fall dabei. 7 wäre höchstens dabei, wenn sie hier steht. Ja gut, schauen wir gleich drauf. Wir haben bestimmt noch Besseres zu tun. Hier stehen 2 und 6, das wissen wir ja schon. Aber hier unten gar keine 6. Also wenn hier eine 6, müsste hier eine 4, hier eine 5 und. Diese 10 hier müssten dann aus 1, 2 und 3 bestehen. Das geht nicht. Also ist das hier eine 2, das hier eine 6, dann ist das eine 1, das eine 2 und die 2 macht hier drüben einiges. 5. 1 und hier oben habe ich halt noch 2 und 4 zu vergeben. Was ist diese 10 jetzt? Weil da ist auf jeden Fall eine 3 drin und 3 plus 4 kann ich halt nicht auf 10 aufrunden. Das ist das 3 plus 6. Das heißt, das ist eine 4, das ist eine 6. 3 plus 6, das heißt, hier fehlen noch 4 und 2, glaube ich. Aber die 4 steht ja schon da. Kommt das in dieser Reihenfolge und das löst hier oben die 2 und die 4 auf. So, dann ist diese Box auch fertig. Wir haben jetzt eine 2, also können wir da 2 und 3 hier eintragen. Eins und sechs fehlen noch in Spalt in Zeile 3. Ich glaube, das geht leider noch nicht. Ist ja nur eine Frage, wo als erstes gucken jetzt. Irgendwann müssen wir diese 15 verwenden, um alles aufzulösen. Vielleicht ist jetzt der Zeitpunkt gekommen. Weil die 15 hier enthält auf keinen Fall eine 5. Auch auf keinen Fall eine 4. Kann eine 7 enthalten, aber die muss dann hier stehen. Eine 6 geht noch, aber sonst. 8 und 8 und 9 enthält es offensichtlich nicht.
Das heißt, die nächste Zahl, die es enthalten kann, wäre eine 3 hier. Wenn das hier jetzt. Ja, wenn da, wenn hier nicht 6 und 7 beide drin sind, dann wäre das Beste, was ich machen kann, nur die 7 und dann 3 und 2, weil 4 und 5 können beide nicht drin sein. Und 3 und 2, 7 plus 3 plus 2 ist 12 und das ist selbst für den Ingenieur keine 15. Also sind 6 und 7 auf jeden Fall dabei und die 7 kann nur hier hin. Das löst hier eine 3 und eine 7 auf. Jetzt brauchen wir noch eine 6 und was Niedriges. Wissen wir jetzt a priori nicht. Aber hier unten, das Feld kann nur noch eine 6 sein, 5 und 7 sind raus. Dann können wir das auch eintragen, 5, 7. Wenn das eine 6 ist, dann fehlt hier oben nur noch die 3. Wenn ich, hier, 3 und 6, kann ich eintragen, 6, 3, noch geht alles gut, toi, 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 genau, jetzt, hab ich hier eine 28, wenn hier jetzt, eine 6 stehen würde, ich glaube nicht, dass das geht, oder? Dann habe ich hier 12 und 10, 22, dann würden für diese 4 Felder nur noch 23 übrig bleiben. Und 23 runde ich halt nicht auf 30 auf. Also das ist die 1 und das ist die 6. Das ist jetzt nach dem Ausschlussprinzip eine 2. Das ist eine 1 und dann kann ich hier drüben die 2 und die 9 auflösen. Die 9 muss hier in die 30, in die 28er Box, ist es ja jetzt. So, da fehlen noch eine 6 und eine 5. Also kommt hier eine 5 und da oben eine 6 und das ergibt dann hier drüben erstmal eine 4 und eine 6 und zum guten Abschluss hier eine 4, hier eine 5, voilà. Unter 2 Stunden geblieben, ist jetzt nicht super, ich glaube Cracking the Cryptic hat eine Stunde 10 Minuten oder so gebraucht. Also wir sind jetzt nicht unglaublich schnell gewesen, aber das war mir heute auch egal. Ich wollte mal wieder was lösen. Ich habe in den letzten Tagen, um ehrlich zu sein, schon öfter versucht, ein Video aufzuzeichnen und bin einfach auf gar keinen grünen Zweig gekommen. Von daher, alles gut. Ich wünsche euch ein schönes, langes Wochenende und arbeitet nicht zu viel und denkt nicht zu viel. Bis später.